Ja, ehrlich gesagt bin ich ja ein klein bisschen traurig, meine Damen und Herren. Sie kennen doch ganz bestimmt diese netten kleinen Erdbeerhäuschen, die so ab Mai immer in unserer Stadt überall zu finden sind und wo es für meine Begriffe die allerleckersten Erdbeeren der Welt gibt. Naja, seit letzter Woche sind sie verschwunden und das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Bin also mal zur Quelle gefahren, vielleicht gibt es ja da noch Erdbeeren. Und da bin ich heute hier auf Karls Erlebnishof in der Nähe von Dalgo. Naja, es gibt hier leider auch keine Erdbeeren mehr. Das liegt natürlich an der Saison. Irgendwann sind die nun mal alle, aber und wachsen nicht mehr nach. Erst wieder im nächsten Jahr, aber das, was man hier vorfindet, das ist ein wahres Paradies für Kinder und für große Kleingebliebene wie mich. Karls Erlebnishof, wer es noch nicht kennt, der sollte es unbedingt mal besuchen. Wir tun das jetzt mit der Kamera vorab schon mal für Sie, denn das hier ist Gigantomie des Amüsements in absoluter Reinkultur. Hier gibt es 4 Manufakturen, hier gibt es alles, was das Kinderherz begehrt und natürlich für Erwachsene auch eine Menge Spaß. Ein Ausflug für die ganze Familie lohnt sich und Sie kommen jetzt einfach mal mit. Wir schauen uns Karls Erlebnishof mal ganz genau an. Übrigens, wer denkt, Karls Erdbeerhof sei so eine neumodische Erfindung, der irrt gewaltig. Vielmehr handelt es sich um einen echten Traditionsfamilienbetrieb. Den Grundstein legte der Großvater des jetzigen Chefs bereits 1921 mit einem Hof in der Nähe von Rostock. Ursprünglich wurden Obst und Gemüse, frische Kräuter und geflochtene Weidenkörbe feilgeboten. Nach dem Krieg verschlug es die Familie nach Schleswig-Holstein in einen kleinen Ort in der Gegend von Lübeck-Travemünde. Hier entdeckte Sohn Karl Heinz seine Liebe zu Erdbeeren und spezialisierte seinen Hof auf diese köstliche Frucht. Die Kunden waren begeistert und strömten immer zahlreicher auf den charmanten Hof. Warum also nicht auch noch andere Köstlichkeiten und Accessoires anbieten, dachte sich Ehefrau Elisabeth eines Tages, beseelt vom wachsenden Erfolg. Und so wandelte sich der Hof in den Folgejahrzehnten von einem gemütlichen kleinen Erdbeergehöft zu einem Amüsier-Hotspot des Nordens für die ganze Familie. Und es durfte weiter expandiert werden. So, dann lassen wir doch mal das amüsierträchtige Volk zu Worte kommen. Diese junge Dame hier ist vollständig mit Heu bedeckt. Wie oft sitzt sie im Erlebnishof? Ich bin das 2. Mal hier, aber ja. Kommen aber immer wieder, wie ich sehe. Ja, das macht dem Töchterchen, glaube ich, mal so richtig Spaß. Warum sind Sie mit Heu bedeckt? Ich war gerade im Heuhaufen. Kann man nämlich auch hier. Schönen Dank. Man kann in einen Heuhaufen springen und sich mal so richtig gut gehen lassen. Wo kann man das schon mal? Also bei mir zu Hause geht das nicht. So, und hier mein junger Papa, darf ich dir mal eine Frage stellen? Das sind deine beiden Söhnchen hier? Ja. Ihr kommt öfter zum Erlebnishof? Ja, richtig. Ja, wie oft seid ihr schon da gewesen? Also wir waren jetzt das 5. Mal, glaube ich, hier. Aha, und ihr kommt immer wieder offenbar. Was gefällt euch am besten? Naja, hier die Vielfalt für die Kinder zumindest. Ja. Das ist das Schöne. Und irgendeine ganz spezielle Sache, wie ist es hier mit dir? Was machst du hier am liebsten? Ich mag spielen. Spielen? Ja, spielen kann man hier in jeder Variation. Aber irgendwas Spezielles, Rutsche oder sowas? Rutsche mag ich. So, und was wäre ein Erdbeerhof, wenn es nicht auch tatsächlich außerhalb der Saison noch Erdbeeren gibt? Die sind allerdings riesig groß, wie wir hier sehen. Sind natürlich der kinderliebste Erdbeeren. Man kann sie zwar nicht essen, aber man kann immerhin mit ihnen reden und mit ihnen spielen. Oh ja, guck mal, das ist hier so richtig, die Konkurrenz lebt, ja. Hier werden richtig Selfies gemacht und alles Mögliche. Das muss für die Ewigkeit festgehalten werden. Gnädige Frau, ich weiß, Sie müssen erst das Bild machen hier. Sind das alles Ihre? Nee. Nein, nur der Kleine, aber einer davon ist da. Was amüsiert euch hier besonders am Erdbeerhof? Ach, wir sind ganz oft hier. Wir wohnen hier um der Ecke. Ja, und er geht gern Pony reiten. Ja. Den vorläufigen Höhepunkt bildet nun der Erlebnishof vor Berlin. Was sag ich, es ist eigentlich schon ein Erlebnisdorf. Die kleinen und großen Gäste können hier Dinge tun, die man sonst eben in der Stadt so nicht erleben kann. Wo kann man sich sonst in völliger Sicherheit auf einen fast echten Trecker setzen und auch noch mit ihm herumfahren? Wo sonst kann man als Stadtkind mit einer echten Ziege den Nachmittag verbringen? Und wo sonst brennt stetig ein echtes Feuer, auf dem man Stockbrot rösten kann und den Teig dazu nicht mal selbst herstellen muss? Auch für die Wintersaison ist Karls Erdbeerhof bestens gerüstet. In dem riesigen Hauptgebäude kommt ebenfalls niemals Langeweile auf. Hier findet man die verrücktesten Accessoires rund um die Erdbeere und viele, viele andere Dinge, die es sonst nirgendwo gibt. In den verschiedenen Manufakturen lernt man zum Beispiel Bonbons herzustellen. Dass es sich dabei vorwiegend um Erdbeerbonbons handelt, versteht sich von selbst. Einer professionellen Hausfrau mal über die Schulter zu schauen, bringt auf jeden Fall Gewinn. Die weit und breit leckerste Erdbeermarmelade wird hier direkt vor aller Augen eingekocht und kann dann natürlich auch gleich mitgenommen werden. So ein Tag in Karls Erdbeerhofdorf gerät also in jedem Falle zu einem Abenteuer rund ums Jahr und auch außerhalb der Erdbeersaison.
aber diese kommt bestimmt im nächsten Jahr auch wieder. So, nun neigt sich unser kleiner Besuch im Karls-Erlebnishof und Karls-Erlebnisdorf dem Ende zu, meine Damen und Herren. Es war ein toller Tag. Wenn Sie auch mal mit der ganzen Familie aber wirklich so ein richtig zünftiges Erlebnis haben wollen, dann kommen Sie doch einfach hier raus in der Gegend von Dalgo zu Finden, Heerstraße aus Berlin. Immer geradeaus über die 5 und dann sehen Sie es dann schon, das ist auch überall ausgeschildert. Geöffnet hat das Ganze 365 Tage im Jahr und zwar immer im Sommer von 8 bis 20 Uhr und im Winter von 8 bis 19 Uhr. Ich kann Ihnen versichern, glücklichere Kinderaugen werden Sie bei den Ihren nie wieder finden.